Lust abzunehmen? Dann seid ihr bei meiner Stoffwechselkur-Rezeptreihe genau richtig. Tag 7, heute mit einer gesunden Bauernpfanne. Schmeckt absolut lecker. Probiert es aus. Hierzu benötigt ihr 600 Gramm Hähnchenbrust, schneidet diese in mundgerechte Stücke. Danach gebt ihr sie in eine Schüssel, gebt etwas Dionsenf, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Knoblauchpulver und Chiliflocken, etwas Gür dazu, danach für gut eine halbe Stunde ziehen lassen, schneidet währenddessen Tomaten klein, gebt sie auf ein Backblech, eine Zwiebel und drei Knoblauchzehen, dann für 20 Minuten in den Backofen bei 180 Grad, schneidet euch einen Rotkohl klein, tut ihn in eine Schüssel reinreiben, einen Apfel hinzugeben, Salz hinzugeben, dann stehen lassen, währenddessen die Hähnchen anbraten, eine Zwiebel aufschneiden, die Hähnchen rausnehmen, danach etwas Wasser hinzugeben, den Rotkohl hinzugeben, Zwiebel dazu, Gemüsebrühe, dann mit etwas Kümmel gut ziehen lassen. Währenddessen könnt ihr euer gebackenes Gemüse, die Tomaten, mit etwas Wasser, Senf, Skür zu einer Soße machen. Diese dann zu den Rotkohl hinzugeben, gut vermengen, Hähnchenfleisch hinzugeben, dann noch drei Eier und dann könnt ihr auch schon anrichten und genießen.